Hallöchen meine Guten, willkommen zu einer neuen Bastelidee hier auf 9999 Dinge. Hier ist wieder Katrin und ich habe schon gebastelt. Und zwar habe ich 10 Karten gebastelt, die habe ich hier. Und die zeige ich euch am Ende des Videos. Und zwar ist das dieselbe Bastelidee, wie ich euch jetzt zeigen möchte. Und ich habe da wieder verschiedene Papiere benutzt, verschiedene Techniken so ein bisschen genommen. Also wen das interessiert, bis zum Ende dranbleiben. Und ich mache jetzt auch mal eine Abstimmung. Hier oben in der Ecke beim i könnt ihr mal gerne abstimmen, ob euch das so gefällt, dass ich euch eine Bastelidee zeige. Und euch dann noch, wie ich es heute vorhabe, 10 weitere Ideen am Ende zeige oder ob ihr dann für alle 11 ein extra Video möchtet. Das würde ich gerne mal wissen, wie ihr da so, wie das so eure Meinung ist. Und heute, ja, basteln wir. Ich habe mich für dieses Papier entschieden von Darfcraft Couture de Jour, nennt sich das. Produkte werde ich euch wie immer unten verlinken und ich werde dann auch zu den anderen Karten einen Blogbericht schreiben. Sobald die online gehen, verlinke ich die euch auch unten, weil dann seht ihr auch da, was ich verwendet habe und wie ich das Ganze gemacht habe. Kommt jetzt nicht heute sofort, weil 10 Berichte sind mal nicht so schnell geschrieben. Und ja, immer mal auf die Webseite gucken, dann seht ihr das. So, ich habe mich heute entschieden, einmal für dieses Papier und einmal für dieses Papier. Und zwar habe ich mir dieses Papier schon zurechtgeschnitten für meine Faltkarte und das möchte ich dann hier drauflegen. Ich habe das so geschnitten, dass ich wieder oben, unten, links und rechts jeweils so ungefähr einen halben Zentimeter Platz habe. Und von dem anderen Papier habe ich mir 7 Herzen ausgestanzt. Es kam auch die Frage, wie das mit der Stanzmaschine und so funktioniert. Ich habe ja 2 Stanzmaschinen, die ich euch vorgeführt habe. Auch hier verlinke ich euch die Videos oben mal in der Ecke, wer nicht weiß, was eine Stanzmaschine ist. Wer das nicht hat, eine Stanzmaschine, dann macht ihr euch das ganz normal mit einer Schablone, schneidet die Herzen aus und auch dann könnt ihr das nachmachen. Dann habe ich mir weiter den Schriftzug Smile ausgestanzt und habe diesen schon mal auf so ein Stück von diesem Rest geklebt und habe die Ecken abgerundet mit meinem Eckenrunder und wie gesagt, draufgeklebt. Und dann benötige ich eventuell noch diese kleinen Rosen. Da brauche ich aber nur diese kleine. Und das ist von demselben, von derselben, wie sagt denn, LE von Darfcraft Couture de Jour. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe das letztes Jahr, glaube ich, im November oder so bestellt. So, was brauchen wir noch? Und eventuell brauchen wir vielleicht noch so einen kleinen Glitzerstein. Dann brauchen wir noch Kleber, Klebemaus, was auch immer ihr gerne arbeitet. Ich habe es mir jetzt so ein bisschen abgewöhnt, mit Flüssigkleber zu arbeiten, einfach weil ich jetzt mit so einer Klebemaus oder hier mit doppelseitigem Klebeband einfach schneller arbeiten kann und ich muss auch nicht so aufpassen, dass das immer so drüber läuft. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, und dann brauche ich noch Formtape, was so ein bisschen erhöht ist, was das Ganze in so einem 3D-Effekt erscheinen lässt. So, als allererstes mache ich mir mein zurechtgeschnittenes Blatt Papier und klebe es hier drauf auf meine Faltkarte. Diese ist jetzt vom Action und die kann man sich aber auch selber machen. So, als erstes nehme ich mein doppelseitiges Klebeband und klebe hier mein zurechtgeschnittenes Papier auf die Faltkarte. Ich glaube, ich wiederhole mich, ne? Habe ich das eben nicht schon erzählt? Ich habe jetzt wirklich am Stück 10 Karten gebastelt. Das ist jetzt meine 11. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, aber ich habe auch fast, wie lange habe ich ihn gebastelt? Ich würde mal sagen, so 2 Arbeitstage. Also so 2 Tage. Heute haben wir Donnerstag und ich habe jetzt Dienstag und Mittwoch habe ich die gebastelt. Eben habe ich die Karte 10 fertiggestellt und jetzt mache ich mit euch die Karte 11. So, abziehen. Und wie gesagt, hier sind wieder tausende Möglichkeiten möglich und weitere 10 zeige ich euch gleich. So, jetzt darauf achten, dass man das auch richtig rumklebt, gerade wenn man so Motive hat. Und jetzt klebt man das mittig hin. Ich muss das versuchen, vom Weiten so gut wie möglich hinzubekommen. Und man macht das fest. Ja. So sieht das jetzt aus.
jetzt kann ich die erstmal zur Seite legen und jetzt benötige ich meine Herzen. Jetzt wird es interessant. Jetzt kleben wir nämlich die Herzen so zusammen, dass wir ein Kleid erhalten. Wir brauchen als allererst 3 Herzen. So. Ich nehme das in der Mitte. Und jetzt kommt meine Klebemaus zum Einsatz. Hier ist überall so Dreck. Aber das ist, weil ich vorhin da schon geklebt habe. Und mache im unteren Bereich, mache ich mir so ein bisschen meinen Klebstoff hin. Hier könntet ihr aber auch zum Beispiel doppelseitiges Klebeband nehmen. Und wie gesagt, Flüssigkleber, da müsst ihr aber etwas länger warten. Jetzt nehmt ihr euch das Herz so, nehmt euch hier diesen unteren Teil des zweiten Herzes und die klebt ihr aufeinander, damit ihr unten so einen leichten, damit ihr unten so einen leichten Bogen erhaltet, wie so eine Art Kleid. Nummer 1. Da klebt es noch. Ihr nehmt das dritte Herz. Und klebt das auch. So, damit das hier so schön aussieht. Festdrücken. Ihr nehmt weitere 2 Herzen. Ihr nehmt das und macht euch auf diese Seite wieder ein bisschen Klebstoff. Und klebt auch hier wieder die Hälfte so, damit ihr so den zweiten Bogen eures Kleides erhaltet. Auch, dass der wieder so leicht ein bisschen geschwungen geht. Und jetzt macht ihr hier hinten auch wieder Klebstoff dran. Komplett einmal drüber. Und jetzt klebt ihr die beiden Teile schon mal zusammen, so dass es halt passend aussieht. Ich orientiere mich immer hier an dieser Einkerbung und setze diese ungefähr auf diese Linie drauf. Wenn ihr denkt, jetzt passt, dann drückt ihr es fest. Jetzt nehmt ihr ein Herz, macht auch hier im unteren Bereich wieder ein bisschen Klebstoff hin und klebt das jetzt hier in die Mitte. Jetzt nehmt ihr euer letztes Herz und da macht ihr hier unten an der Spitze so ein bisschen Klebstoff hin und klebt so, ich sage jetzt mal, 1/2 cm bis 1 cm von dieser Spitze so nach innen die andere Spitze mittig so auf. Dass man jetzt schon erkennen kann, dass es sich hier um ein Kleid handelt. Bevor ich das verziere, nehme ich das jetzt erstmal so und nehme meine Karte und lege das auf, ob das auch so passt. Und ich habe mich ja jetzt hier für Smile entschieden. Da gucke ich jetzt nämlich das im unteren Bereich. Oder mache ich das im oberen Bereich? Ich werde das jetzt im oberen Bereich hin machen. Und hier könnt ihr natürlich wieder als Gutschein für dich zum Geburtstag, Happy Birthday und so weiter. Ich zeige es euch gleich, was man da so machen kann. Und ja, ich habe halt jetzt so ein Smile. Könnte jetzt als Gutschein sein oder eine Danksagungskarte. Und jetzt mache ich es so, dass ich den Schriftzug einmal mit diesem erhöhten Klebeband beklebe. Wo ist meine Schere? Klebe das auf und auch das Kleid drehe ich um und mache auch hier doppelseitiges Klebeband hin. Und zwar das erhöhte. Und jetzt klebe ich das hier auf, damit das so schön auf die Karte passt. So. Wem das jetzt schon reicht, der braucht natürlich nicht weitermachen. Ich möchte aber jetzt dem Kleid noch so einen kleinen Hingucker, wie so eine Art Gürtel oder so, verpassen. Einfach, damit es noch ein bisschen schön aussieht. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt hier für diese Blumen entschieden. Und zwar nehme ich jetzt die hellblauen, die kleineren. Da ist da hinten jetzt so ein Draht dran. Den schneide ich mir einfach ab.
Und jetzt nehme ich mir diese Punkte, die so extrem kleben, mache mir da einen hinten dran. Da sind auch beide dran, okay, ist auch nicht schlimm. Und den setze ich mir jetzt hier auf diese Spitze drauf. So. Das hält. Und dann kann man vielleicht noch so ein kleines Blink-Blink-Steinchen machen. Muss man sich jetzt entscheiden. Ich habe jetzt hier diese irisierenden, dieses Rosa oder hier sowas Buntes, dass man vielleicht auch was Hellblaues nimmt. Ich habe aber nur Türkis, das beißt sich wieder. Ich nehme jetzt einfach mal so ein irisierendes und mache das hier oben vielleicht noch so in die Mitte. So, ach hier das Smile habe ich ausgeschnitten, ausgestanzt aus Teddy-Papier, dieses holographische. So, und dann ist meine Karte fertig. Sieht doch toll aus, oder? So, wie gesagt, alle Produkte unten verlinkt oder Alternativprodukte. Und jetzt zeige ich euch meine weiteren Ideen, die ich gebastelt habe. Jetzt muss ich mal gucken, die habe ich nämlich alle schon in so Tütchen drin, ob das hier blendet oder ob ich die dann erst rausholen muss. Ich gucke mal, ob ich der Reihe nach sortieren kann, wie ich sie gebastelt habe. Das wäre jetzt praktisch Nummer 11. So, Nummer 1. Ja, es geht, würde ich sagen, ne? Brauche ich nicht rausmachen. Wer es wirklich richtig genau sehen möchte, dann halt auf die Webseite gucken. Dann seht ihr das, sobald der Bericht halt geschrieben ist. So, hier seht ihr für dich in Großformat, hier habe ich eine quadratische genommen, gelbes strukturiertes Papier, hier habe ich so ein Schleifchen hingeklebt und dann halt auch hier die Glitzersteinchen. So, wo geht's denn weiter? Die nächste Idee für dich, da habe ich Reliefsticker genommen, hier habe ich mal so ein anderes Papier reingemacht. Da habe ich das Ganze doppelt genommen, da habe ich das Herz so ein bisschen versetzt. Also da habe ich dann 8 Herzen ausgestanzt und das so ein bisschen versetzt gesetzt. Und hier habe ich nochmal einen Rand gemacht, also ein Papier nochmal drunter und dann nochmal weiß. Sieht dann so aus. Hier habe ich das Ganze mit Washi-Tape gemacht. Ich habe ganz normales Papier oder Hobbykarton mit meinem Washi-Tape beklebt, habe das dann ausgestanzt. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann hatte ich noch Rest. Da habe ich hier den Schmetterling auch noch zusätzlich aus dem und habe dieses Thank You auch noch gemacht. Holographisches Papier hin und habe das Ganze auf eine quadratische Karte gesetzt. Und hier sind diese kleinen Schleifchen vom Action. Dann sieht das Ganze so aus. Ich habe mal eine A5 Größe gemacht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ja, so Tütchen habe ich leider nicht so große. Die kann ich mal rausholen. Hier habe ich holographisches Papier vom Teddy. Das sind Ausstanzungen. Ich weiß gar nicht, wo ich die mal gekauft habe. Da habe ich diesen 3D-Effekt gemacht und dann halt hier das Kleid hingemacht. Wieder diesen so einen kleinen Hingucker gemacht. Und dann hier nochmal mit Liebe. Und dann halt hier so diese kleinen Klebesteinchen. Das war die einzige große. Einzigste große. Nicht, dass ich wieder meinen Dialekt zu sehr mache. So, dann habe ich, da habe ich Papier vom Action, das ist dieses, was ich eben hatte, dieses Couture du Jour, da habe ich halt viel von genommen, zu deinem Geburtstag eine Ausstanzung und hier habe ich das Herz einfach mal umgedreht, damit man nochmal so wie so, ja manchmal hat man ja so Kleider, wo es oben halt schlichter ist als unten, ne? Wisst ihr, wie ich meine. Und hier ist so ein hingeklebtes Blümchen und auch da hat man wieder mal eine ganz andere Ansicht. Jetzt zeige ich euch zwei Sachen und zwar zum einen das hier. Das fand ich ja richtig toll, dieses Kleid. Schwarz macht einfach irgendwas her und weil das Schwarz zu schwarz gewesen wäre, habe ich nochmal in, wo habe ich das Papier? Das ist auch holographisches vom Teddy, nochmal drunter geklebt. Also ich habe da nicht 7 Herzen ausgestanzt, ich habe 7 schwarze und 7 von diesem Farbton und habe die dann erstmal so versetzt geklebt, dass das Ganze dann so aussieht. Eine Schleife, wieder so einen kleinen Punkt und im Hintergrund habe ich das Ganze mit Washi-Tape beklebt. Das ist Washi-Tape und habe das auch so ein bisschen erhöht gesetzt. Also, dass das Papier nicht direkt auf dem Papier ist, sondern dass ich hier dieses Foam-Tape genommen habe, dass das alles so ein bisschen höher erscheint. Die finde ich auch richtig schick.
Mich hat jemand bei den letzten Bastelanleitungen so auf die Idee gebracht, das Ganze mal umzudrehen. Habe ich jetzt hier gemacht. Und zwar bei dieser Variante. Ihr seht, hier habe ich jetzt das Schwarz und dieses Holographische. Also habe ich hier das Holographische und das Schwarz wieder ein bisschen versetzt. Halt immer ein bisschen kleiner geschnitten, damit ich sozusagen drei Schichten habe. 1, 2, 3. Und dann habe ich die Herzen. Dann habe ich schwarzen Hobbykarton genommen und habe den mit dem Washi-Tape beklebt. Ist schon mal wieder eine ganz andere Ansicht. Hier habe ich weißes Papier verwendet, hier habe ich schwarzes verwendet. Und dann habe ich hier auch nochmal dieses Papier genommen, um das Ganze wieder wie hier so zu machen. Und dann ein Schleifchen, also so ein kleines Blümchen. Sieht das Ganze so aus. Hier habe ich auf die Schriftzüge verzichtet. So, dann habe ich eine quadratische Karte gemacht, weil da habe ich eine Ausstanzung. Da habe ich zuerst das Papier, dieses hier, so ganz knapp hier oben die Standschablone draufgelegt, damit ich diesen lieben Dank erhalte. Dann habe ich mit diesem Papier, das habe ich mir zurechtgeschnitten und habe das drunter geklebt, damit man das auch sieht, das lieben Dank. Und dann habe ich mit demselben Papier das Kleid gestaltet. Und das sieht so aus. Und dann halt wieder so ein kleines Blümchen. Das war, glaube ich, das hier. So, dann habe ich wieder dieses Papier verwendet und habe diesmal wieder meine Prägung gemacht mit meiner kleinen Handtasche. So sieht das dann aus. Die finde ich auch richtig schick und wie gesagt, es haben auch viele gesagt, ja, das und das passt nicht und das Papier gefällt mir nicht. Ich möchte es nochmal sagen, ich gebe euch hier nur Inspirationen und ihr könnt das von mir aus in einem braunen Motivkarton nachmachen. Also das ist jetzt so, wie es mir gefällt, teilweise zumindest. Manchmal nehme ich ja auch Sachen, die einfach da sind, die dann vielleicht mal weg müssten. Und ich gebe euch die Inspirationen, wie ihr das dann mit euren Sachen umsetzt. Das ist mir dann eigentlich so egal. Wisst ihr, wie ich meine? Also macht das einfach so, wie ihr möchtet. Und wenn euch das Kleid zu weiß ist, dann macht es halt in einem quietschegelb, ne? Oder quietschegrün. Das ist dann total euch überlassen. So, hier habe ich natürlich geprägt, Ecken abgerundet und da hatte ich noch Rest. Da habe ich mir die zwei Schmetterlinge noch ausgestanzt und habe dann hier nochmal ein kleineres Herz ausgestanzt. Das ist dann sozusagen wie mein Gürtel, wie hier die Blume. Glitzersteinchen und das war die nächste Karte. Und die letzte Karte ist die, die gefällt mir auch richtig gut. Hier habe ich das Papier vom Action mal verwendet, dieses mit diesen holographischen Elementen so drinne. Und dann auch mal hier wieder so einen Hingucker gemacht mit dem Silber und auch das so ein bisschen versetzt gemacht. Also auch hier hätte ich noch, ich glaube, 40, 50, 60 Karten machen können. Das macht mir so Spaß. Aber wie gesagt, ich bastel die halt und dann muss ich mal gucken, was ich mit den ganzen Karten mache. Und jetzt habt ihr mal gesehen, mit einer Idee, mit dem Kleid, wie man doch mit unterschiedlichen Sachen andere Sachen gestalten kann. Ja, ich habe mich mehr auf dieses Papier konzentriert. Einfach, weil ich es einfach mal rausgekramt hatte. Aber ich bin ja eh so der Typ, ne, der das Papier so mag. So, meine Guten, ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, oben in der Ecke mal gerne abstimmen. Findet ihr das so cooler, wenn ich es so mache? Oder möchtet ihr wirklich, wenn ich die bastel, dass ich die Kamera laufen lasse? Wenn ich die bastel, die und die und die. Also lasst mir da gerne mal in der Abstimmung eure Meinung da. Und natürlich auch gerne in die Kommentare. So, meine Guten, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen tollen Tag und dann bis zur nächsten Bastelidee. Tschüss, eure Katrin.